Nachmittag. Wir fahren gerade los aus Neukirchen am Großvenediger und wollen wir heute eine Abendtour auf dem Wildkugel machen oder zumindest bis zum Wildkugelhaus. Wenn es in zeitlich nur ausgeht, dann wollen wir noch auf dem Gipfel vom Wildkugel. Wir werden so 1400 Höhenmeter oder so. Aber die eigentliche Herausforderung sind heute nicht die Höhenmeter, sondern eher die Temperaturen. Wir haben jetzt um 3:45 losgefahren und es hat noch um die 32 Grad. Also wird der ein oder andere Schweißtropfen fließen. Ey. Hi, bin auch dabei. Noch 400 Höhenmeter auf Kehr. Und in der prallen Sonne haben wir jetzt endlich im Wald und zumindest teilweise im Schatten. Und auf gut fahrbaren Schotterpisten. Inzwischen haben wir gute 800 Höhenmeter. Und es hat schon ordentlich abgefrischt. Jetzt haben wir bloß noch 22 Grad. Also Temperatur eigentlich angenehm, ich schwitze aber trotzdem jetzt auch. So, nach 1400 Höhenmeter haben wir am höchsten Punkt. Ich hätte uns eigentlich auf ein kühles Weißbier gefreut, in der Wildkugel hinten. Aber so wie es ausschaut, ist die zu. Leider geschlossen. So, da haben wir jetzt da wenigstens Wissen und Ringe kriegen. Gehen wir wenigstens noch am Gipfel auf, die Zeit haben wir jetzt noch. So, jetzt dürfen wir schon aus dem Mobi kommen, weil jetzt wird schnell finster. So, Abfahrt. Also inzwischen ist es finster. Fazit zu der Runden.
war super schön, schöner Sonnenuntergang. Der Trail aber war, hat mir auch Spaß gemacht. Aber man darf es nicht unterschätzen, dass man auch was sehen sollte. Und ja, jetzt suchen wir uns was zum Essen. Ich habe einen Bärenhunger. Gute Nacht.